Herzlichen Glückwunsch, dass ihr eingeschaltet habt und den Kanal gefunden habt zur zweiten Sendung hier im Hause von Capristo bei der Tuning Show. Ja, genau. Wir haben nämlich heute das Thema Abu Dhabi und zwar die Tuning Show bei PP Performance in Abu Dhabi. Jimmy, du bist heute unser Gast. Vielen Dank für die Einladung hier. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja? Erstmal nochmal danke es für die Einladung zu dir hin. Das war ja Wahnsinn, Peter, oder? Das war der Hammer. Also ich muss sagen, die Fahrt hierher war auch sehr, sehr schön. Ja? Also ich war jetzt in Abu Dhabi, totale Wüste, alles braun. Dann fährst du hier gefühlt 17 Stunden durch den Wald durch. Ja, ja, wir sind ja auch hier in Sundern im Sauerland. Unser Studio befindet sich ja bei der Firma Capristo. Und eine schöne Landschaft. Wunderschön. Ja, Jimmy, PP Performance. Du bist Inhaber und Begründer sozusagen von PP Performance. Erzähl doch mal, wie kam es denn überhaupt dazu? Also, gelernt habe ich ja Kfz-Mechaniker 2000. Das war eine Tuning-Firma und war dann dort bis 2008, bis ich dann gesagt habe, jetzt muss ich selbstständig machen. Ja. Und das war dann damals 2006, habe ich den Salah kennengelernt in Abu Dhabi. Der war total sympathisch, total freundlich auch. Und dann habe ich sein Auto gemacht, dann sind wir Probefahrt gefahren. Dann hat er gesagt, oh, siehst du hier bei 270, da müssen wir ein bisschen magerer machen, weil da ist noch zu viel Sprit und ein bisschen mehr Vorzündung geben. Und so sind wir halt so eng geworden dann. Und dann haben wir viel telefoniert und dann bin ich dann irgendwann auch nach Abu Dhabi runter, habe dann dort gelebt. Ja. Und habe dort mit dem Salah dann alles aufgebaut. Haben wir die Performance dann da unten aufgemacht. Ja? Und dann 2011 in Deutschland die GmbH dann. Ah, okay. Das heißt also, in Abu Dhabi habt ihr praktisch ein Gewerbe und hier in Deutschland ebenfalls. Genau. Jetzt ist das aber nicht das Einzige, wo PP Performance dran steht. Es gibt ja noch ein paar Filialen. Ne? Genau. Also weltweit sind es jetzt knapp 20. Ja? Und das ist halt ein Franchise, das heißt, es gehört nicht uns, die vertreiben unsere Produkte und kaufen dann natürlich die Software alles bei uns ein und vertreiben PP Performance Software. Ja, das, dieser Name PP Performance, der ist ja eigentlich ja, weltbekannt, oder? Ja, gehe ich stark davon aus. Ja. Also wir haben halt durch das, dass wir in Abu Dhabi das aufgebaut haben, ja, in Abu Dhabi ist so, wir haben immer die neuesten Fahrzeuge, immer die besten Fahrzeuge. Wenn ich dort ein Fahrzeug brauche zum Entwickeln, sage ich dem Kunden, ey, hör zu, lieber Kunde, ich brauche das Auto jetzt mal 2 Wochen. Ja. Hier in Deutschland würde mir nie irgendjemand ein Auto für 2 Wochen da lassen, dass ich meine Entwicklung an dem Auto machen kann. Ja. Und da unten ist es halt so, da ist der Support ist da. Und nur durch Abu Dhabi sind wir das geworden, was wir jetzt sind. Ja, ja, da sind wir bei euch angekommen. Da haben wir natürlich dann schon mal eine richtig geile Karre auch schon mal bekommen. Ne? Also ja. Wir sind aus dem Hotel morgens raus und Jimmy sagt, ja, dann kommt, wenn ihr in Ruhe ausgeschlafen habt, den Jetlag weggeschlafen habt, kommt einfach in den Betrieb, sucht euch den Weg selber, hier ist das Auto. Ja, so. Und das gucken wir uns jetzt an. Ja, Wahnsinn. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo PP Performance ist. Ja. Müssen wir hier. Boah, das geile Straßen hier, ne? Schön gerade. Mein lieber Herr Gesangsverein. Leck mich am Arsch. Es ist ein Land, was Freude macht. Es macht auf jeden Fall sehr viel Freude hier. Hast du keine Landkarte mit oder so? Nee, wir haben zwar ein Navi, aber wir sind ja jetzt die 6500 Kilometer auch gefahren. Da werden wir jetzt die restlichen 2 Kilometer ja auch noch schaffen.
Ich sitze hier schon so lange mit Peter in einem Auto. Pass auf, ich habe eine Idee. Wolltest du auch mal fahren, ne? Ja. Warte, wir halten mal hier an eben. Tauschen wir und du sagst mir den Weg? Und ich gucke in eine Karte und sag dir den Weg. Ah, das ist doch mal... Ja, pass auf, wir sind ganz in der Nähe. Du musst jetzt hier runter, ja. Kreisverkehr, U-Turn und dann müsste es auf der rechten Seite sein. Ein U-Turn? Ja. Also Kreisverkehr wieder zurück, meine ich jetzt, ne? Alter Schwede. Ja? Das ist mal eine Karre. Ja, geht richtig ab, ne? Aber du fährst wie ein Rentner. Entschuldigung. Mal Gas hier, ey. Das war aber sehr knapp. Oh, fahren wir zurück. Dann hier auf die Gerade wieder drauf? Ja, jetzt hier wieder hoch und dann müsste es, glaube ich, rechts kommen. Ja, da hinten. Geh mal Gas, komm, den kriegen wir noch hier. So, jetzt hier rechts. So. Nico, was war da los? Ja, ich weiß auch nicht, Peter. Also es ist, was der Jimmy uns vorher nicht gesagt hat, dass da immer die Leute einfach auf die Straße laufen. Also ja. Die laufen da einfach drauf. Das war in dem Fall ja dieser Inder gewesen, ja. Der auf die Straße. Und dann konnte man sich aussuchen, okay, nehme ich jetzt den Inder oder fahre ich über den Bremshucker? Also eine ganz, wirklich eine gefährliche Sache, muss man auch dabei sagen. Also wenn man in Abu Dhabi unterwegs ist, muss man immer sehr, sehr, sehr vorausschauend fahren. Ja, jetzt gucken wir uns erstmal an, Nico, wie wir uns den Betrieb angucken, würde ich sagen. Weil wir haben ja auch den Hans da unten getroffen, der ist einen Tag vor uns angekommen, der Hans von Gambal TV. Und mit dem haben wir uns dann zusammen deinen Betrieb angeguckt. Und das schauen wir uns jetzt an. Ja, können wir eigentlich hier anhalten? Gib mal Gas, dass sie auch hören, dass wir da sind. Man, das ist doch der Hans, ey! Hans, was machst du denn hier? Alles klar. Der Gumbo! Hans, how are you? I'm fine, thank you. And nice cars here. Yeah, sounds amazing. Yeah. Oh, okay. My. Ah. Wir haben uns verfahren. Yeah, the wrong way. Yeah, we haven't found the way. Wow. Now. But we're now here in PP Performance, right? Yeah. Abu Dhabi. Yeah. Okay, we park, we park. Gucken wir mal. And? How are you? I'm fine, thank you, man. So amazing here. Yeah. Yeah. What's it? It's a Geely 63S. Okay. 800 horsepower. 800 horsepower. Wahnsinn. Geil. Ja. Top. Man kommt hier von einem Vulkan zum nächsten. Ja, ne? Das ist wirklich der Hammer. Ja, ich war gespannt, ne? Hallo! Grüß dich! Hi! Hi! Jimmy, hi, freut mich! Hi, Jimmy! Hey, Hans! I know you already from Monaco! Yes! Achso, willkommen in Abu Dhabi! Hallo bei uns bei PP Performance! Ja! Ich hoffe, ihr hattet eine gute Anreise! Ja, haben wir gehabt! Ja, wir haben auch schon gerade ein paar geile Autos gehört! Ja! Das ist ja richtig was los hier, ne? Ja, hier in Abu Dhabi ist halt für jeden ein bisschen was! Die sind alle ein bisschen autoverrückt, ja! Und ist halt doch etwas anders wie in Deutschland. Hans, have you heard the cars outside? Yeah, it's crazy. It's called heaven for me. You know? Yeah. It's amazing. I think it's called heaven for everybody. Yeah, for everybody. Ja, also du sagtest, hier ist alles ein bisschen anders, ne? Ja. Ich hab schon in vielen Leben dieses Bild gesehen. Ne? Ja. Ist das so, zählt das so wie so eine Art Glücksbringer lieber? Was heißt Glücksbringer? Wahrscheinlich auch, aber das macht man einfach jeder. Jeder hat sowas in der Arbeit. Das, wer ist das? Der in der Mitte, das ist Sheikh Zayed, der ist jetzt verstorben. Das ist praktisch der Gründer von Abu Dhabi. Okay. Ja, und links und rechts sind jeweils seine Söhne, die jetzt praktisch die Präsidenten sind von Abu Dhabi. Also, die Herrscher von Abu Dhabi. Und sag mal jetzt, ist das jetzt eine ganz neue Halle? Oder, Hier sind wir jetzt seit einem Jahr. Okay. Wir waren ja vorher, es ist ein Kilometer Luftlinie von hier, da wo wir angefangen haben, 2010 bis 2014, 2015. Okay. Ja. Und das war dann viel zu klein und dann haben wir gesagt, jetzt kommen wir in die große Halle hier, okay. Machen wir was Großes. Aber die habt ihr jetzt nicht neu gebaut? Ne, die stand schon, die okay. War aber leer. Also da war vorher eine Werkstatt hier drin, die ist wahrscheinlich nicht gelaufen. Ja. Und dann haben wir das komplett übernommen, komplett gekauft alles
und haben neu alles eingerichtet und haben gesagt, wenn wir investieren, dann in unsere Firma, ja, mhm. nicht in eine andere. Ja. Ja. Und dann haben wir uns das hier dann so aufgebaut und jetzt machen wir alles hier. Und jetzt haben wir natürlich Service, Autoaufbereitung, Lackiererei, wir machen jetzt alles hier. Weil der Kunde, der kommt hierher und wenn der einen Kratzer dann hat, klar kommen sie am Anfang wegen Tuning, ja, aber wenn dann irgendwas ist am Auto, dann lässt er alles gleich richten, weil die hier, die sind so hier, die wollen nicht da rumfahren. Wenn alles an einem Fleck geht, machen sie alles an einem Fleck und deswegen okay. haben wir gesagt, machen wir alles. Okay. Jetzt muss ich mir aber eins verraten. PP Performance. Wofür steht das PP? Also das PP, alle nennen mich Jimmy. Ja. Mein okay. richtiger Name ist ja Przemek, weil ich komme aus Polen ja. ursprünglich. Und das konnte in Deutschland niemand aussprechen, weil das geschrieben wird P-R-Z-E-M-E-K. Okay. Ja. Wenn du das lesen würdest, würde es hängen bleiben beim Brz. Fertig. Ja. Ja. Und deswegen PP steht für Przemek Pelka. Das ist mein also richtiger Name. Deine genau. ja? Und in Deutschland ab der 7. Klasse haben sie mich dann Jimmy genannt, weil es mhm. natürlich einfacher war und jeder kennt mich eigentlich nur unter Jimmy. Ja. Also das ist im Grunde dein Laden, kann man so sagen. Genau, genau. Geil. Der Hans ist ja heute auch hier von Gamba. Ja. Der ist natürlich darauf aus, richtig Action zu sehen, sag ich ja. mal. Ein paar geile Autos und ich denke mal, da können wir bestimmt auch was machen. Ne? Also für den Hans haben wir einiges hier. Auch für euch. Ich denke, wir werden sehr viel Spaß haben die nächsten Tage. Ja. Und ja. Okay. Gehen wir mal rein, wenn sie uns reinlassen. Ja. Ja, okay. No entry! Kommt rein, kommt rein, kommt rein. Ach, die Schande. Boah, was ist das denn hier? Das ist unsere neue Halle. Hebebühnen müssten hier drin sein. Also ich meine, wenn ihr jetzt so guckt, haben wir wahrscheinlich mehr AMGs hier drin stehen wie Mercedes selber hier in Abu Dhabi. Ja? Ja. Hast du nicht gesagt, du hattest 2008 angefangen? 2008, ja. 2008 angefangen. Nico, ihr habt das aber falsch gemacht, oder? Auf jeden Fall. Hey, ihr habt wahrscheinlich das Geld für was anderes benutzt. Zweite. Was ist das? Guck mal hier. 991 Nummer. Was machst du jetzt genau an dem? Also was ist jetzt hier der... Also im Normalfall ist immer, wenn die Leistung bekommen, Stufe 1 praktisch nur Software, kriegt kein Auto hier. Ja? Ja. Also die Katalysatoren kommen hier immer raus. Ja. Ja? Das ist ein Muss. Hier ist ein heißes Land, wird alles natürlich mehr erwärmt. Und deswegen alles, was blockiert, ja. muss raus. Wie ist das eigentlich hier mit den Steuern und so, also bei Kraftfahrzeugsteuer jetzt? Gibt es das hier sowas auch? Die zahlen jährlich natürlich auch, dass sie fahren dürfen, also auch Versicherung. Aber so TÜV gibt es zwar, die haben auch echt super Equipment hier. Alles von Maha, so Fünfgas-Tester, alles. Aber irgendwie, wenn sie den Schläuchen hinten reinhängen, zeigt immer grün an. Wie viele Mitarbeiter habt ihr hier? Fast 50. 50 Mitarbeiter? Ja. Ja, sind das denn deutsche Mitarbeiter hier, oder? Nee, Deutsche haben wir zwei. Ja. Ja, und alles andere, so Mechaniker sind meistens Filipinos, weil das eigentlich so die besten Schrauben sind hier in Abu Dhabi. Und dann hast du Fahrzeugaufbereiter, dann hast du an der Rezeption, also Experts, sage ich mal, Deutsche sind zwei, mit mir drei. Ja, ich bin eigentlich Pole, aber ich habe auch einen deutschen Pass. Und ja, so ist halt Einheimische, immer einen, das Salah halt. Jetzt hast du ja gerade gesagt, du bist Pole. Ja. Wie ist das denn für dich gewesen, ein Business hier in Abu Dhabi aufzumachen? War das einfach? Also ist das so, ja. kann man sich das vorstellen wie in Deutschland? Du gehst zum Amt und zum Gewerbeschein? Und nee, eigentlich gar nicht. Ja. Also was du hier brauchst, ist den Kontakt mal, weil hier ist es so, wenn du hier ein Business aufmachen willst, brauchst du einen Einheimischen. Ja? Vorher kriegst du keine, also wir haben eine LLC, das ist wie eine GmbH, kannst du gar nicht aufmachen. Ein Einheimischer muss dabei sein. Ja? Und ich hatte halt das Glück, dass ich halt einen Salah kennengelernt habe, 2006 bei BMW, wo ich seinen Alpina damals gemacht habe. Und es war so, dass es ist auch sein Hobby. Ja? Und der hat, am Anfang war es noch so, dass ich noch mehr gearbeitet habe wie er, weil er halt auch noch einen anderen Job hatte. Und irgendwann, 2010, hat er gesagt, ey, komm, scheiß drauf, er braucht das andere nicht mehr, er macht jetzt nur noch mit mir das Tuning, weil es ihm so Spaß macht. Und ich sage immer, wenn dir Spaß macht, was du machst, kannst du nach vorne gehen. Oh, ich habe was Geiles gesehen. Was denn? Ich habe was Geiles gesehen. Ah, ich sehe schon. Oh, das ist seine das Welt, ja. Das ist natürlich mein Quartermann-Herz, ne? Ja. Also, wenn du ein paar Infos haben willst, hol ich den Besitzer von dem Auto sofort.
What's the most ridiculous car you have seen here to tune it? What's the most ridiculous? What I like? No, no, just what you would come in, like a Veyron or something ridiculous that you've seen. That yeah, I get two Bugattis here. Seriously? Yeah. But Bugatti, I don't like the car. No. Because if you sit inside, it's not like a car, it's yeah. like an aircraft, you know? Yeah. Yeah. So for me, the best car I drove from the feeling, yeah. Porsche GT2. Yes? Yeah. Yeah. Porsche GT2 with around 720 horsepower. 720. We have also top speed video on YouTube. Also muss ich sagen, Respekt, was du hier aufgebaut hast. Ja. Respekt. Danke, danke. Und vor allem hier hast du keine Heizkosten, ne? Nee, aber Klimakosten. Aber Klima, ne? Also du siehst ja, ist überall. Ja. Da wo wir die Halle übernommen haben, waren keine Klimaanlagen drin, gar nichts. Okay. Also allein die Klimaanlagen haben knapp 300.000 Euro gekostet. Wahnsinn. So, dann haben wir das meiste, wie siehst du, ist ein viel AMG. Ja, ja. M's haben wir zwar Ferrari. Auch ab und zu. Ferrari gibt's auch. Und Abgasanlagen, macht er die selber hier auch? Nee, wird alles gekauft. Wird gekauft. Ja. Weil ich sag immer, jeder soll das machen, was er gut kann. Ja. Wenn ich jetzt noch anfangen würde, Auspuffanlagen zu bauen, wären die wahrscheinlich nichts. Ja. Ja, deswegen kauft man lieber Hardware zu. Import. Dann haben wir hier AMG, 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 AMG. Nissan GT-R. Nissan GT-R. Vorhin hast du gesagt, Japaner gehst ja nicht so dran. Genau, deswegen mach ich das nicht. Also, okay. Aber wir haben den Gosha, Gosha Turbotech, der ist von Anlim 500 sehr bekannt. Ja. Und er macht die ganzen Nissan GT-Rs auch mit 1500, 2000 PS. Und den würden wir auch dann für die Viertelmeile würden wir einen da haben. Okay. Und der fährt normalerweise so um die 7,5, 7,6 Sekunden. Ja, der ist wahrscheinlich zum normalen Service da. Ja. Ja, wie sieht das eigentlich aus mit Garantie hier in den arabischen Ländern? Die Kunden, Herstellergarantie, sag ich mal. Die Kunden wissen, wenn wir einen Eingriff machen, erlischt die Garantie. Okay. Ja, nur ja, und wenn ihr Servicearbeiten macht ihr die Stempel reinmacht, wird das hier anerkannt? Es ist kein Problem. Es ist so, seit diesem Jahr gibt es ein neues Gesetz. Okay. Das heißt, es ist eigentlich blöd dem Hersteller gegenüber, weil vorher hatte der Hersteller das Monopol hier. Das heißt, du musst das Service bei dem machen, sonst erlischt eine Garantie. Ja? Jetzt haben sie seit dieses Jahr Werkstätten praktisch besichtigt und beurteilt, Werkstatt A sind wir auch. Bedeutet, neues Auto kommt zu uns, wir machen Service, Stempel drauf. Hersteller darf die Garantie nicht canceln. Irgendeiner sagte mir von wegen Luftfilter oder so, dass wir ohne Luftfilter fahren. Nee. Bei dem Sand ohne Luftfilter fährt hier niemand. Alle mit. Die machen manchmal, wenn sie auf Drag Race gehen, dann ziehen sie ihn kurz Temporär runter. Vielleicht genau. So. Ja. Aber hier, da fährst du 500 Meter, da ist wahrscheinlich so viel Sand schon drin in dem Lader. Ja. Ja. Genau. Und das Auto hat ja den Weltrekord gemacht in Viertelmeile, ich glaube 9,2 oder 9,8, ich weiß gar nicht mehr. Mit dem Supercharger drauf. Ist das Weißdeck? Ja. Weißdeck, der 3-Liter-Kompressor. Die haben ja einen neuen gemacht. Ja. Mit Kolben, was alles. Was ist in der Kategorie? Schnellste C63. Also, okay. Achso. Was hat er jetzt? 870. Der hat praktisch von Weißdeck die Hardware haben wir gekauft, eingebaut, aber Software haben wir selber gemacht. Was kostet das eigentlich, wenn ich mein Auto. Wenn ich jetzt hier Urlaub machen will und möchte gerne meinen Ferrari mitnehmen. Ja. Was kostet das, den hier hinzubringen und wie lange dauert das? Kommt drauf an, wie? Du kannst mit dem Container bis irgendwo 3000 Euro. Okay. Hin und zurück aber. Ah, hin und zurück, okay. Ja. Oder mit dem Flugzeug. Flugzeug ist 7000 Euro einfach. Ja. Eine Strecke 7000. Ja. Und das Vorteil ist, du warst am gleichen Tag. Morgens in Deutschland rein, abends hast du es hier. Das Auto. Aber dann zahlst du hier 5% Zoll, hinterlegst du. Ja. Vom Wert des Autos, dann kannst du hier 6 Monate fahren mit deutschen Kennzeichen. Okay. Und wenn du es wieder zurück tust, kriegst du das Geld wieder zurück. Aber hier spielt Geld keine Rolle. Ja, aber für mich würde das schon eine Rolle spielen. Für ihn, ja, er hat ja nur einen 488er. Boah, Wahnsinn, oder? Wie viele, also
da steht ja ein PS-Monster nach dem anderen auf den Bühnen bei euch. Das ist ja Wahnsinn. Wie viele Bühnen habt ihr? 24. 24 Bühnen, Lackiererei. Ja, aus dem Grund, vorher hatten wir nur 3 Bühnen in der alten Halle. Und durch das, dass wir jetzt so groß geworden sind. Wie seid ihr überhaupt mit 3 Bühnen klargekommen? Wir haben ja damals nur Tuning gemacht. Okay. Und jetzt machen wir ja Service, Reparaturen, Lackiererei. Okay. Jetzt bieten wir alles an. Also wirklich komplett alles? Alles rund ums Auto. Weil der Kunde dort ist so, wenn er jetzt irgendwo hinkommt, der will nicht noch dahin gehen oder da, wenn er alles bekommen kann an einem Ort, dann lässt er alles dort machen. Okay. Und die Fahrzeuge, die wir da gesehen haben, waren ja hauptsächlich, sagen wir, deutsche Fabrikate. Genau. Das ist ja das eigentlich, was wir auch machen. Nur europäische Fahrzeuge. Und in Abu Dhabi ist halt so, dass wirklich Made in Germany noch an vorderster Stelle steht. Und deswegen gibt es da die meisten AMGs, M, Porsche, Audis, alles. Ja, gibt es denn auch Scheichs bei euch, die bei euch Kunde sind? Gibt's alles. Vom normalen bis zum Scheich. Und das Gute ist, man sieht es ja gar nicht, ob es ein Scheich ist oder nicht. Nee, das stimmt nicht ganz. Ja. Nico, woran erkennt man einen Scheich in Abu Dhabi? An einer an einer getönten Frontscheibe. Ja, was hat es damit auf sich? Das stimmt. Also dort ist ja so, tönen ist ja eh erlaubt, weil es so heiß ist, auch im Sommer. Okay. Aber nur seitlich und hinten. Ne? Okay. Und ein Scheich darf jetzt auch die vordere Windschutzscheibe komplett tönen. Damit man ihn nicht erkennen kann. Auch wegen der Hitze und so, aber die dürfen das vorne machen. Das heißt, wenn ein Auto irgendwie da fährt, wo vorne getönt ist, können wir davon ausgehen, dass es jemand höheres ist. Und woher weiß die Polizei, dass das ein Scheich ist, der da drin sitzt? Der hat dann auch seinen speziellen Ausweis. Ach so. Da steht dann meistens HH. Okay. Also nicht jetzt HH für... Ihr wisst schon. Da muss er aber einen verpassenden Bart haben. Ja. Sondern His Highness. Ja? Also, okay. His Highness und dann kommt sein Name. Und wenn die Polizei anhält, machen sie meistens den hier und dann darf der Kerl weiterfahren. Ja. Ja, die Polizei ist ja sowieso so ein Thema da unten. Ne? Da habt ihr ganz gute Connections. Denn wir wollten ja ein paar Runden drehen und da hat der Jimmy mal eben kurz bei der Polizei angerufen. Und da ist so ein, Der Salah, und dann kam so ein Sheriff vorbei, ist dann erstmal in den Aventador eingestiegen, ist eine Runde gefahren und hat uns dann gesagt, wo wir fahren dürfen und wir dürfen auch Gas geben. Ne? Ja. Also haben sich da 2-3 Polizeiautos hingestellt und haben die gar keine Schmerzen mit. Ne? Ja. Also das ist halt Abu Dhabi. Andere Länder, andere Sitten. Ne? Ja. Und genau das, wo ihr Gas gegeben habt, du und der Salah, das gucken wir jetzt mal an. Genau, denn der Salah ist ja mit mir, mit dem Porsche, mit dem 991 Turbo. Wie viel PS? MK2, aber also das Facelift, der neue, mit Basis 540 PS und so wie wir den umgebaut haben, 730 PS. Ja, eine Hammermaschine und der Salah hat mir das Ding mal vorgeführt und hat mir dabei gezeigt, wo wir gleich, wenn wir dann mit den anderen Autos noch fahren, Gas geben können. Das gucken wir uns an. Was ist das denn, ey? Was? Was hast du gesagt? Nichts, Peter! Steig ein, Peter! What does he say? Sekunde. Ihr werdet jetzt noch, wenn ich es ganz kurz erklären darf, Peters letzte Worte noch über Funkhorn, bevor er abbricht, der Sound. So, wir sind jetzt hier im 991 Turbo S MK2. Bit more, I think, or? No, 705 at that one. Boah, ist das krass, Leute, ich kann es euch sagen. Der Wahnsinn, dieses Auto. Boah, geht das Ding. Boah, Hammer. Hammer. Mein nächstes Auto wird ein 991 Turbo S MK2.
das steht schon mal fest. Thank you very much. Welcome many times. We will test it in another race. Yeah. Wahnsinn, oder? Ein Hammergerät, ja, der Porsche. Ne? Und der geht und geht und geht. Ich habe ja gesagt, mein nächstes Auto, wenn ich mir mal wieder einen neuen hole, wird wieder ein Porsche werden. 991, Turbo oder Turbo S. Und dann kommt da ein bisschen Software drauf, wird ein bisschen was dran gemacht. Eine Hammerkiste. Aber der Salah, der ist ja unglaublich. Ne? Das ist, im Grunde ist das ja für Abu Dhabi dein Kompagnon, oder wie kann man das sagen? Mein Partner, genau. Also ich sag mal so, ohne Salah würde da unten gar nichts gehen. Okay. Ja? Er kennt die ganzen Leute, ihm vertrauen die ganzen Leute und er ist halt einfach so der Ziehvater, sag ich mal. Ja? Alles, was er macht, also wenn er jetzt sagt, der Luftfilter ist scheiße, Jungs, ihr braucht den Luftfilter, dann schmeißen alle den Luftfilter raus und holen den anderen Luftfilter, nur weil Salah gesagt hat, der ist besser. Ja. Also im Grunde so der Papst des Tunings da unten. Der in der Tuning-Oase, der Papst der Tuning-Oase. Aber Software müssen wir nochmal betonen, das ist dein Steckenpferd. Das ist mein Part, genau. Das machst du. Ja. Nico, wir sind ja dann mal mit ein paar Autos gefahren. Alles Kunden von euch. Du hast teilweise hast du Kunden angerufen, hör mal zu, bring mal dein Aventador vorbei. Wir haben hier gerade ein Filmteam da, ja. Die wollen ein bisschen was drehen. Er ist ja vorbeigekommen, hat uns einen Schlüssel gegeben und das gibt es in Deutschland, wird es halt nicht geben. Nee, also ich glaube nicht, dass irgendeiner zu dir kommt hier, wo so ein Auto hat und sagt, hier Peter, was ist mein Schlüssel, mach was du willst. Ja. Peter, verheiz mal bitte meine Reifen. Ja. Du hast ja so einen Favoriten da unten, ne? Oh ja, definitiv. Und das erklärt, also dieses Auto, was ich da gefahren bin, oder wo ich mitfahren durfte, das erklärt Saudi-Arabien bzw. Abu Dhabi. Das erklärt das. Das Auto erklärt die Welt da unten. Ist es ein schnelles Auto? Auch. Es kann. Wenn es kann aber auch langsam. Kann auch langsam und schnell. Ja, auch gemütlich, ne? Es kann sehr gemütlich. Ja. Ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt mal an. Unter anderem, wie Nico sein Traumauto gefahren ist. Und wir sind dann auch noch ein paar flottere Autos gefahren, sage ich mal. Oder ein paar Sportwagen, ne? Na, er war ja auch nicht langsam. Ja, aber sieht man schon. Schauen wir uns das an. Oh, fährt schon wieder eine geile Karre. Das war der Salah. So, jetzt könnt ihr. Ach, guck mal da kommt er, glaube ich. Das ist er bestimmt. Jetzt müsst ihr auch da drauf. Rolls Royce. Boah. Ach, das ist doch der bestimmt der, den es nur einmal gibt. Ja, irgendwie war da was. Gibt es, glaube ich, nur einmal. Boah, cool. Boah, ey, hast du die Räder gesehen? Oh, ich werde verrückt. Also, Rolls Royce sieht man ja auch nicht alle Tage, ne? Egal, also hier auch selbst. Hallo. Hallo. Hi. Nice to meet you. Hello, my name is Peter. Mohammed. Nice to meet you, Peter. Hello. Hi. Nice to meet you. Hi. Nice to meet you, Nico. Mohammed. Nice car. Thank you so much. Thank you so much, guys. It's a home of Rolls Royce edition. It's originally there's 25 pieces in the world only, but this is the only one ordered as itself. This is the only one custom made. How many horsepower has it? This one has about 594 horsepower, at about. Okay, yeah. And how many cylinders? It's 12 cylinders. It's a V12, twin turbo. Okay. And it's basically a normal 760 block. Okay. But it's completely engineered by Rolls-Royce. Can I sit in? Sure, feel free. Das ist ja auch das Gute hier. Kannst ja wirklich jeden fahren. Oh wow! Da hast du wenigstens auch Platz drin. Oh wow! You guys wanna go for a ride? Yeah! Let's feel the V12. Let's go! Okay! Yes! You don't feel anything, basically. I'll do one thing right here. You guys are ready? Yes! Even when it's sporty,
It's a classy kind of sporty. Yes. We just did 180 kilometers just like that. Also nur um das noch mal kurz zu beschreiben. Also man fühlt sich sehr sicher in diesem Auto. Wir hatten gerade 180 drauf gehabt, aber es fühlte sich aber auch so an, als wenn ihr so ein Renault Zoros von hinten irgendwie so ein das Horn in den Rücken stößt. So, weil das so die Beschleunigung so ist. Wahnsinn. Ja. Wenn der Jet anfängt abzuheben, so war das gerade. Wow. Moment, it is so amazing. But once you put your foot down, this happens. Mohammed. On Snapchat. It was a pleasure having you guys on. Thank you so much. Ja, liebe Zuschauer. Aventador. Der Stier. Der Stier. Nico hat sich heute Morgen vor mich gestellt. So. Und hat gesagt, ich fahre den Aventador als erstes. Da konnte ich leider. Was soll ich da machen? Ah. Er passt nicht rein, er passt nicht rein. Der Lenkrad muss er hoch machen, Nico. Irgendwo muss was sein, Lenkradverstellung. Jetzt habe ich gedacht, Nico passt nicht rein, aber ich mache dir auch die Tür zu. Ach, immer das. Da hast du ja noch richtig Luft. Also auch für große Leute gebaut, das Auto. Nicht, dass wir alle schimpfen, genau. Ja, also wir sitzen hier im Aventador, das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Ja, mittlerweile tut man das alles so ab, ne? Ja. Weil man halt schon so viel gesehen hat. Und das ist alles normal. Als wäre das normal. Dabei fahren wir hier eine Pornokarre nach der anderen. Ja. Wir sind schon zu verwöhnt, glaube ich. Ja. So, jetzt dreh die mal auf. Geiles organisiert. Du hast es nur gerade schon vorweggenommen. Ja. Und zwar fahren wir jetzt einen McLaren SLS. SLS? SLR, Entschuldigung. SLR, wollte ich ja gerade sagen. Kenne ich gar nicht, McLaren SLS. Ich bin ganz durcheinander. Ja, ich merke das schon. Und zwar, so, guck mal hier. Ah, ist das geil. Hammer. So. Und zwar hat das Ding 800 plus PS. Oh. Ja, Nico. Ich muss mich vorher reinschälen und da musst du Kamera geben. Ja gut. Achso, drück schon mal einen Daumen durch. Ja, machen wir, machen wir. Kleine Tür. Okay, ja, man hört hier nur. Guck mal vorne die Sidepipes auf. Jo. Also, PP Performance hat das Ding ein bisschen bearbeitet hier. Gehört irgend so ein Scheich. Oh. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich habe noch nie in so einem Auto gesessen. Ja, warte mal, ich kann ja mal versuchen. Den Startknopf habe ich nämlich schon gesehen. Der Startknopf? Der ist wie in so einem Jet. Mal, erstmal hier Zündung, Zündung an. Guck mal hier wahrscheinlich. Ja, wie in so einem Jet. Jo. Ach, Ding guck mal hier, du. Was ist das denn hier? Alter, hast du das gehört? Ich weiß gar nicht, ob der Sound hier so gut rüberkommt. Ey, das ist ja, also hier, das ist echt das Auto-Traumland. Ich lasse die Kamera mal einfach vorne, ne, Peter? Ja. Hinter uns ist ein Auto, siehst du, ne? Ja, ja, sehe ich. Oh. Aber hier hast du echt viel Platz drin.
finster. Oh, guck mal, noch einer. Hast du gesehen? Noch einen. Ja, schon, ey. Wenn man hier rumfährt, ne, dann kann ich, oh. Ja. Da muss auch, der geht mit dahinter. Das hat er auch gesagt. Allerdings war es auf Arabisch, deswegen haben wir es nicht verstanden. So. Boah, der geht sofort im Arsch weg! Alter Schwede! Boah! Was ist das denn? Hör mal. Ich glaube, jetzt haben wir einen Asphalt aufgerissen. Boah, der ist bestimmt gewellt wie so ein Teppich jetzt. Ey, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Das ist, ja, wie kann man das beschreiben? Ja, also ich sag mal so, das Auto fährt wie eine Wildsau. Das fährt ja richtig aus. Ja, ein Wildsch, aber ein richtiger Keiler, ein richtiger Keiler. Ja. Also du setzt dich mit dem nackten Arsch auf den Vulkan und der bricht aus. So könnte man das beschreiben. Das wird vielleicht ganz gut passen. Das sag ich dir. Vor uns C63 AMG, aber ein 4matic mit knapp 900 PS. Wir haben hier gerade mal ein bisschen über 800. Ich bin mal gespannt. Oh. Also wie gesagt, hier in Abu Dhabi ist dann alles ein bisschen anders als bei uns. In Deutschland könnten wir das nicht machen hier. Nein, wäre auch viel zu gefährlich in Deutschland. Ja. Angst. Jetzt lass ich mal hier. Oh. Warte. Oh. Alter Schwede! Boah, Nico, was für Karren, ja? Der Hammer, ne? Braucht man eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, ne? Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Ja. Das kann man, glaube ich, in dem Fall richtig gut so stehen lassen. Ja. Und wie sieht das aus, Jimmy? Hast du Angst gehabt, als wir da mit den Autos da einfach mal so losgefahren sind oder so? Oder? Also, ich mit Sicherheit nicht. Ich glaube, ihr hattet mehr Angst, wenn irgendwas passiert, ne? Ja, wir sind ja auch, sag ich mal, vorsichtig gefahren, ne? Muss man ja dazu sagen, ne? Wir haben zwar Gas gegeben, aber letztendlich... wir wollten sich verheizen. Ganz genau, das muss man immer dazu sagen, ne? Wir waren ja dann auch bei Salah im Büro. Ja. Und dann sind wir da mit dem Hans zusammen, vom Gambal TV, den Hans meine ich, ne? Mit dem sind wir dann zusammen da ins Büro. Und dann haben wir ein kleines Interview geführt. Ja. Man achte auf meine Schuhe, aber das ist da so, ich wollte mich ein bisschen anpassen. Bitte schön. So, jetzt habt ihr ja hier in der Halle eigentlich fast alles gesehen. Ja. Und dann gehen wir jetzt mal zum Salah rein. Okay. Dann lernt ihr den auch mal kennen. Ja. So, grüß Gott. Hallo. 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 How are you? Hello. Salah, the guys from the Germany. How are you? How are you? Hello. Hi. Hi, how are you? Fine. Hello. Hi. How are you guys? Hi. How is everything? Please have a seat. Okay. Welcome to Abu Dhabi. Thank you. Thank you very much. Welcome to the People Performance HQ. How is everything with you? Yeah. Thank you for the inviting here. This is our pleasure, actually. Okay. You are welcome anytime. This is it. Like your home. Oh, okay. Yeah. Welcome thank many you. Times. Where, thank you so much. Yeah. I see so many prizes. Yeah. Is it yours? Is yes. it your winning? Yes. It's from Super Street, I see. Super Street, actually here we have in UAE, we have a Super Street Challenge. Yes. It's every season is 4 times. It's January, February, March and April. And every champion we are in actually, and thank God we are winning. It's depend on the classes what we are. Okay, yeah. Is it, what kind is it? Is it a track or is it a no, quarter it's mile? A quarter mile. Quarter mile, oh, quarter okay. mile yeah. Okay. And why is it so famous here in Abu Dhabi, the quarter mile? Quarter mile, it's enough actually, because you know the quarter mile we drive around 300, mm-hmm. and it's, I think it's more than enough, you know, because yeah. we reached the 400 by the 300 by 7 seconds. Wow! And this is enough for the body actually. Yeah. And here in Abu Dhabi, you have the Yas Marina circuit, and yeah. there you have especially the quarter mile drag race. Exactly. Circuit. Actually, here in UAE, it's built Yas track race, but it's have also Formula One track race. Yeah. Okay. And we can to take you also join there to okay, show wow. you the track, and to show you also the drag race. How is our facilities here in Abu Dhabi,
and what you have at kind of the facilities for the racing cars. Wow. Great. Great. Looking forward to it, to no see all these cars this here. This is with our pleasure actually to show you guys. Yeah. Yeah. And you have a lot of clients here who are coming especially for making the car more horsepower for the drag races? This is here in Abu Dhabi, actually most of the people it's make the tuning of the cars. Yeah. And no one, it's a few the people who drive the stock cars. Okay. But most of the people, everybody's like the performance, high performance in the car and to feel the G-forces and the torque in the car and to feel how it's the it's called testing of the cars, yeah, yeah. How you can to drive it. Okay, wow. It seems to be that PP Performance, when I look to the prices, is one of the famous tuner here in Abu Dhabi, depending to the cars who drive the Porsche. Not regarding the famous, but we get it, me and Jimmy Pelka, we work as our hope, actually. Okay. And we would like to give it the people something from our heart, actually. It's not regarding only the business side. We need to give it the people something he can to touch it and to feel it because we love the cars, yeah. And how we are loving the cars and we treat the cars as like our cars, not only the customers' cars. We try to give it him the maximum actually, yeah. To keep it the people reliability and to drive it comfortable with his cars and to be happy with it. This is our target actually. Yeah. Okay. Yeah. Wow. Nice words for this. Yes. I can feel it. Yes. And your company here, you are here in Abu Dhabi, and Jimmy the most of times is in actually no. Before we created the company, it was a really small company. Yeah. We are always me and Jimmy together, but now when we started to have multiple branches, Jimmy is in charge completely for Europe. I am in charge for here Asia and Middle East area. Okay. Yeah. And the software for the car. It's from Jimmy. From Jimmy. Only Jimmy. Yeah. Nice. What he can to create it for all the condition, because you know during when we opened the company and we started, we fly a lot and we check the condition of the fuel, the octane of the fuel, the condition of the country, because you know the highest mounting, it's different than the below the sea. Yeah. It's dependent the sea level, the tuning. It's dependent a lot about a lot of the things actually to make the tuning perfectly for the country actually. Yeah. Oh, what okay. He can to drive it. With. Okay. So you have a dyno. Yeah. Possible to see the car there? Yeah, absolutely, no problem. I have surprise for you. Surprise. You will see it. Oh, okay. Dann habt ihr so einen schönen Rollenprüfstand. Genau. Und da haben wir BMW drauf gehabt. Ja, da hat ein Kunde angerufen und gesagt, hör zu Jungs, ich habe einen M5 F10 und will, dass das Ding richtig Radau macht. Ja? Da sollen Flammen hinten rauskommen, dass, als gäbe es keinen Morgen mehr. Mhm. Ja? Und dann haben wir ihn gefragt, ob er Würstchen grillen will oder nur eine Zigarette anzünden. Ja? Und dann hat er gesagt, er hat viele Freunde, also will er richtig Barbecue machen. Dann haben wir mal Vollgas gehabt. Wollen wir uns das mal angucken? Oh, sehr gerne. Ja. Gucken wir uns das mal an. Am Prüfstand vom PP Performance ein BMW M5 F10. Feuer frei. Ich glaube, dem sind die Pokale verrutscht, ne? Als das Ding geknallt hat. Ah, habt ihr ja gemerkt, als er gekommen ist. Ne? Ja. Zaller meinte dann zu uns, was hat er genau gesagt? Meine Firma ist auch eure Firma. Genau. Ich sage immer, was Gastfreundlichkeit, egal ob in Hotels oder egal wo, da können sich einige noch eine Scheibe abschneiden. Oh, auf jeden Fall. Gerade in Deutschland, die Leute können sich mal... Hans meinte das auch, ja, von Gambal, ne? Nachdem wir wieder zurückgereist waren.
haben wir an Hans nämlich ein paar Fragen gestellt. Den seht ihr jetzt, Hans van Rijen von Gambal TV. So, jetzt sind wir quasi live verbunden mit Hans. Ja, im Zeitalter der Technik, Nico, ne? Ist das ja, heutzutage möglich? Guck mal, Hans. Ein Schnitt, der steht am Meer. Hallo Wasser. Hans, grüß dich, wie geht's dir? Hi Peter and hi Nico, how are you? I'm here in the Netherlands. I wasn't able to come over to join you guys in the studio, but I hope to join you in the nearby future, so we can make some great videos for the tuning show. We are fine. We would like to ask you some questions. First one is, what was the main reason you traveled to Abu Dhabi, a journey of thousands of kilometers? I met Jimmy Pelka last year in Monaco, and he invited me to come over to Abu Dhabi to film some supercars over there. So that was the reason I visited Abu Dhabi to, of course, PP Performance. Hans, what was your first impression of PP Performance in Abu Dhabi? My first reaction when I came in the PP Performance Hall, I was, whoa, it was really huge, and so many supercars over there. So yeah, it was great to see all these people working on the supercars. I've tested some supercars they have tuned, and I think they did a really, really great job tuning the cars, and it was a great company to visit. So. Yeah, great, Hans. What was your favorite car you have seen down there? Well, my favorite car was, of course, the Lamborghini Aventador. It was such a great experience to drive that car, and with the blue paint job, the full carbon body kit, sport exhaust. It was a rush to sit behind the steering wheel, to drive the car, and experience the accelerations. V12, 700 horsepower. It was a really, really great experience of the car. Yeah. The quarter mile in Abu Dhabi. What do you think about it? Yes, the quarter mile is very popular in Abu Dhabi. Not so popular like the Netherlands or in Germany, but I think it's a great way to test your car and to see which car is faster. So I think it's really great to see so many different supercars on the drag strip, and the drag strip in Abu Dhabi was a really, really nice place to be there. And it was great experience. I have driven the quarter mile by myself, and you have to be focused, and it's all about time. So your reaction time must be perfect. Everything must be perfect to be to have the perfect time, the best time in a quarter mile. So it was a nice experience. What kind of videos can your followers expect on your Facebook and YouTube channel Gambal TV next time? I filmed a lot of supercars in Abu Dhabi, a lot of supercars, mainly German cars like Mercedes, BMW, but also some Italian cars like Lamborghini and Ferrari. Also we visited Gorsha TurboTech, there are a lot of different cars you will see on my YouTube channel, and I'm looking forward to edit it and to show you all the videos. Hans, would you like to travel again with us to PP Performance next year? In order to get some nice shots with cars with more than 1,000 horsepower. I'm pretty sure I will come back, and I would love to travel again with you guys to Abu Dhabi to film some more footage, like desert, in the desert. I have spoken to some owners of the supercars, and they've told me they also have all kind of different cars with 1,000 horsepower to only drive it for the desert. So I would love to come over and to film that with you guys. You're one of the most famous car spotter in Europe. So what are your goals in the future?
Yes, I'm traveling a lot for my YouTube channel, and I'm visiting a lot of countries. One of my goals is for every year is to film cars, supercars. I haven't seen it, and also to traveling to places I haven't been before. So one of them was Abu Dhabi, and I hope to film some new supercars this year. Let's try it. Hans, thank you for the interview and your statements. We all looking forward to the future. Thank you very much. Yeah, thank you, Hans, very much. Thank you. Thank you, guys. Thank you, Nico. Thank you, Peter. Hope to see you soon on one of the events on STC 500. So good luck with the show and see you next time. Bye. Ich ziehe mal auch mal ein Resümee zu diesem Einspieler gerade. Mhm. Was hätte er anders sagen können? Weil es ist ja wirklich sehr gastfreundlich da. Also es gibt ja nichts Negatives, was man berichten muss. Außer der Inder im Fresh Market, der irgendwie 6-mal auf Abbuchung bei meiner Mastercard gedrückt hat. Der hat sich auch wahrscheinlich verdrückt. Oder er ist jetzt reich. Ja. Formel 1 Rennstrecke, da waren wir nämlich auch. Dragstrip müsste da ein Momentchen noch warten. Ja. Jetzt kommt erstmal die Formel 1 Rennstrecke. Ja, war das schon einmal einer von euch in Abu Dhabi auf der Formel 1 Rennstrecke? Keine Ahnung. Also wir noch nicht und wir hätten auch nicht gedacht, dass das möglich gemacht wird, aber PP Performance, die machen da unten einfach alles möglich. Ja. Das ist Wahnsinn. Und das ist unsere Firma, Peter, das musst du sich mal überlegen. Ja. So. So, und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt auch mal an. Sehr gerne, sehr gerne. So. Oh, guck mal. Hör mal, Peter! Was ist denn, Nico? Abu Dhabi und wir sind gerade die Strecke mit dem Fahrrad gefahren. Ja. Wir sind zusammen mit einem Tandem hierher gefahren. Eigentlich wolltest du ja zu Fuß gehen. Ja. Also Abu Dhabi Formel 1 Rennstrecke. Ja. Und wir mittendrin. Und wir mittendrin. Ja, und heute ist hier irgendwas. Ich weiß noch nicht genau was. Vom PP Performance sind gerade da ich glaube so Nissans, nee, Toyota war da. Toyota 86. Oh, ja. Guck mal da. Jetzt kommen hier irgendwie Formel 3 oder sowas. Die fahren hier. Also ich glaube, wir erleben hier gleich einen Start. Ja, ich glaube auch. Also es ist wirklich ein Autoland, ne? Man kann es wirklich nicht anders sagen. Guck dir die Tribünen an, mal, wie das beleuchtet ist. Ja, wie du ausgeleuchtet bist auch. Voll modern alles hier. Richtig geil. Ja, es geht ja Start, beginnt jetzt gerade, die fahren jetzt gerade los. Also die Ampel ist jetzt rot, grün wurde sie nicht. Ja, die erste Kurve. Naja, mehr kann man leider schon nicht mehr sehen. Aber das Rennen scheint nach meiner Voraussicht nach 19 Minuten und 42 Sekunden noch zu laufen. Und da vorne ist der Erstplatzierte, der überrundet gleich schon das erste Mal. Jetzt sind wir beide sogar, wo wir jetzt gerade mal in Abu Dhabi sind, auf der Formel 1 Rennstrecke. Wahnsinn. Und es ist dunkel und alles beleuchtet hier. Ja, also jetzt sieht man das mal, wie das ist im Dunkeln. Ja, also alles super ausgeleuchtet, stackhell. Ja, ja, es ist wirklich. Ja. Und guck mal da. Da ist die Siegerehrung von der Formel 1. Also ja. Überhaupt die Siegerehrung hier, ne? Und Formel 1 natürlich auch. Winner Prize. Wahnsinn. Also wenn man hier ist, muss man hier unbedingt mal hier hinfahren. Ja. Und man kommt natürlich hier nicht rein. PP Performance hat das ermöglicht, dass wir überhaupt hier reingekommen sind. So, dann haben wir uns in der Presse akkreditiert. Und, offizieller Weg, ja. Offizieller aber wenn Weg, man, ne? Trotzdem, man kann es mit Sicherheit ja in den Tribünenrängen auch besichtigen, wenn man als normaler Zuschauer. Oder kauft euch einfach eine Karte, wenn ihr irgendeine eine Rennserie ist oder sowas, Formel 1 oder sowas. Genau. Ja, aber das ist Hammer. Also, der absolute Wahnsinn. Ja. So, 1:16 fahren die noch. Wir gehen jetzt auch mal runter. Wir wollen die Dame nicht überstrapazieren, hier ausreizen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die Tribünen sind hier vollgepackt bis oben hin. Es ist natürlich kaum Zuschauer hier, ne? Aber trotzdem. Für den ist das zu kalt. Ja, wahrscheinlich. Ne? Die können nur bei 50 Grad. Wahnsinn.
So, wir sind jetzt hier mit Saif an dem Abu Dhabi Racetrack und Saif macht PP-Performance in Dubai, also quasi eine Zweigstelle. Genau. Aber in Dubai ist es so, dass man sich da hauptsächlich auf spezialisiertes Tuning orientiert hat. You have an idea, something to tell our audience in Germany? Please, people from Germany, this is your second home. Please join us anytime that you want in your second home, Abu Dhabi, UAE. And join us with our company, PP Performance. And you are welcome anytime. That super. Nice words. Ich bedanke mich. Thanks. Thank you very much for you. Brief. Thank you. Thanks. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob wir es hinkriegen morgen. So, und dann sind wir am Mittwoch auf den Dragstrip gefahren. Den habt ihr extra für uns angemietet, damit wir da ein paar Drehaufnahmen machen können. Genau. Du hast ein paar Freunde eingeladen, die da mit den Autos hinkommen. Ein paar Autos habt ihr selber mit hingebracht. Und wie in Salah gar nicht wiedererkannt, ne? Nee, also wenn Salah in sein Element kommt, ja, was Rennen angeht, Dragstrip oder Strecke, nicht ansprechbar. Er muss erst seine Rekorde machen, erst seine Autos durchziehen und dann kommt er zur Ruhe, macht sich seine Pipe an und dann ist er gechillt. Ja, das haben wir gemerkt, ne, Nico? Oh ja. Der war voller Adrenalin. Der war so, der ist nur von einem Auto ins andere und mit jedem musste er 3-4 Läufe fahren und die Zeiten gucken und so weiter und so fort. Aber dann sind wir auch mal gefahren. Ja, und sogar gar nicht schlecht. Also, wenn ich jetzt was behaupten darf, ich war nämlich 2 Zehntel schneller. Ja. Aber, ach, Wahnsinn, ich habe so geschrien in diesem Auto, in so Mercedes GLE war das, ne? GLE war das, wo du mit gefahren. Und mit dem Rolls. Das, mit dem Rolls. Jetzt war nicht so viel wieder der Rolls. Ja, ja. Also die Emotionen, die wir da hatten und die Eindrücke, die wir da hatten, die gucken wir uns jetzt auch mal an. Ich habe mir überlegt, ich fahre gleich mal hier mit dem Geländewagen, ne? Ja. Mit der G-Klasse. Ja. Und du? Ich lass mich fahren. Rolls-Royce. Ich lass mich fahren. Viertelmeile, du hast doch nicht mal im Rolls-Royce. Ja, Viertelmeile im Rolls-Royce. Nee. Hinten rechts. Das möchte ich sehen. Mr. President. Nee. Du hast immer gesagt, wir müssen das machen, was noch nie jemand gemacht hat. Ja gut, das habe ich gesagt. Ja. Das habe ich gesagt. Da denkt man sich mal was Tolles aus. Dann sagst du, du bist bescheuert. Aber es ist richtig, ich bin bescheuert. Ich hab nämlich richtig einen weg. Und jetzt drück mal unten links aber auf Teilen, ey. Oder so ein Herz. So, guck mal, da ist der Peter. Peter muss selber fahren. Ich kann mir hier wie Kit. Mohammed, bitte kommen. Mohammed, bitte kommen. Jetzt könnt ihr mal gucken. Kann mal der Regieassistent mir die Tür öffnen? Danke, es ist sehr... Es ist sehr, sehr freundlich. Hallo. Einstagen. Oh.
Hat verloren. Ja, ich bin ja nicht gefahren. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Dafür habe ich aber zwei Martinis getrunken. Erstmal Glückwunsch zum Sieg, Peter. Ja. Aber es war eine knappe Kiste. Ja, ne? Am Anfang wart ihr vorne. Ja, 12 Zylinder. Am Anfang so eine halbe bis Wagenlänge. Ich habe gedacht, das klappt nicht mehr. Ja. Aber dann zum Schluss. Aber das war kann nicht viel gewesen sein. Es kann nicht viel gewesen sein. Das war knapp. Das war, komm, wir suchen uns ein neues Auto. Jetzt. Ja. So, Nico, ich habe mein Auto klar gemacht für uns. Wo wir jetzt mal hier einen Dragstrip fahren, wir beide zusammen. Wir werden zwar jetzt nicht die Top-Zeit haben, ne? Weil wir sind ja beide nicht die Leichtgewichte. Ja. Aber so zum Spaß mal zu gucken, wie das Ding geht, nehmen wir jetzt den schwarzen Lambo hier. Oh ja. Eine Serie, ist also nichts dran gemacht. Ja. Also ganz normal Stock. Und wir fahren jetzt einfach mal. Und wie sitzt du da drin, Nico? Beschissen, ich habe gerade einen Krampf im Bauch gekriegt. Ehrlich? Ach, herrlich doch. Ja, ja. So. Ah, das Wahnsinn, hört sich doch schon ganz anders. Aha, okay. Im Rückspiegel sieht man hier gar nichts. Ja, dann fahr besser einmal da vorne und dreh. Ja, dreh ich lieber einmal hier vorne. So. Ja, das ist doch Corsa Mode. Jetzt weiß ich nicht, ob man hier auch das gleiche wie im Ferrari machen kann mit der Launch Control. Was sagst du? Die also überfragen. Ja, Nico, ich bin ja mal gespannt. Ich auch. Also Nico fährt jetzt mit gut 90 Kilo weniger. Und mal gucken, was die ausmachen. Ah ja, ja, da ist er drin. Ganz einfach. So, ich werde einfach mal losgehen und mal gucken, ob ich jetzt mal endlich den Porsche-Schlüssel irgendwo finde. Peter, Vollgas! Gehst schon mal auf die Strecke, kannst du einmal fahren. Testfahren. Ja. Und dann, wenn ihr wieder zurückkommt, weil der Gorschat, der Huracan, die kleben hier gerade die Strecke, und dann könnt ihr nebeneinander dann fahren. Ja, mitfahren, wir können sowieso nicht, oder? Du brauchst Helm. Ach, ohne Helm? Oh, wie sehe ich denn aus? Ich sehe gerade meinem Spiegel. Meinem. Schwede. Boah, das kann man nicht beschreiben. Das kann man nicht beschreiben. Was war das, verdammt? Alter Vater. Auf die Zeit bin ich aber mal gespannt. Der Gosho TurboTech, 1050 PS.
Jetzt sind die noch bei den Abstimmungsarbeiten so ein bisschen. Ja, also hier wird also richtig professionell gearbeitet, da vorne an dem Fahrzeug. Da kommt Eis hinten rein, damit die Ansaugluft gekühlt wird. Ja, weil wir haben ja hier ungefähr 25 Grad. Und ja, die haben programmiert, Abstimmungsarbeiten gemacht, gerade noch ab dem Zaller vom Gebäude vom Stand, der fährt das Fahrzeug. Der stimmt das Fahrzeug also mit den Programmierern zusammen an. Das ist jetzt hier der vierte Versuch. Aber hat schon gut Grip hier, der Boden. So, jetzt geht's los. Jetzt bin ich gespannt. Wahnsinn, Wahnsinn, die Freude hier. Das ist jetzt offiziell der schnellste Huracan der Welt. So you know that's a good time, huh? You know before you are in the yeah. Jimmy, jetzt haben wir ja gesehen auf dem Dragstrip, der ist ja integriert oder in einem Teil von dieser Formel 1 Rennstrecke, also auf dieser Area mit drauf. Was bedeutet der euch so als Tuner und Fahrer so? Also ich sag mal so, Dragstrip selber, es gibt ja viele Leute, die sagen, oh, mein Auto hat 900 PS, mein hat 1000 PS. Ja, ich sagen kann man viel, wenn man es wirklich sehen will, ob das Auto gut geht oder nicht, muss man auf so einen Dragstrip gehen. Ja, weil da kannst du dann zeigen, ob du gut bist oder nicht, ob dein Auto Leistung hat oder nicht. Klar gibt es Leute auch in Abu Dhabi, die das auf der Straße noch machen, viele Straßenrennen. Wobei jetzt ist es fast unmöglich, das in Abu Dhabi zu machen, weil die haben überall die Kameras aufgestellt, habt ihr ja sicherlich gesehen. Mhm. Dann alle 2-3 Kilometer Standblitzer. Ja. Ja, darum haben wir ja auch vorher genau. Polizei informiert genau. Und so weiter, dass wir genau. Da kein Theater kriegen. Ne? Ja. Aber weißt du, ich fand auch cool den Huracan, der diesen Weltrekord gemacht hat. Oh ja. Ja, das ist ein Auto vom Goscha Turbotech. Genau. Goscha Turbotech. Bekannt eigentlich aus Russland, von dem Anlim 500 Rennen. Ja. Und also die machen extrem Umbauten. Ja. Das heißt, Standardmotoren. Bei dem Huracan zum Beispiel war ja Weltrekord, der Motor selber war ja alles original, Kolben, Pleuel, also die Innereien, der Motor war ganz original, die haben wirklich nur Turbolader drauf, frei programmierbares Steuergerät abgestimmt auf das Auto und haben mit den Komponenten, auch mit dem originalen Getriebe dann diese, was war es, ich glaube 8,5 oder sowas. 8,52 ja. Oder irgendwie und, sowas. Und ich glaube, was hat er gehabt auf dem Prüfstand? Bei 1022 oder 1026 PS. Wahnsinn. Du musst mal überlegen, dann gehst du nach Lamborghini und sagst, ich hätte gerne den Wagen, ja, aber müssen sie aufpassen beim Einfahren. So, nee, ist egal, ich mache da sowieso einen Tubus drauf und sie müssen nach 5000 Kilometer den ersten Öl wechseln, brauche ich nicht, ich baue sowieso alles um. Ja. So. Garantie brauche ich nicht. Garantie können sie sich schenken. Ja, Goscha und Oleg, ne? Also Goscha genau. Ist der Chef und Oleg genau. Ist genau, Oleg ist der Mann, wo da praktisch das alles umsetzt. Das gucken wir uns jetzt an, was die uns versprochen haben. Wir haben nämlich auch die Halle uns mal angeschaut und das zeigen wir euch jetzt. Goscha Turbotech. Aber hier sollen ja auch zwei richtig fette Karren stehen, ne? Weiß ich nicht. Ja, hat er allerdings gesagt. Geht mal hier hin. Das soll auch der Mensch sein, der dieses Anlim 500 Rennen macht in Russland. Oh, guck mal hier. Haben wir schon den ersten GTR. Coole Autos. Ding. Wahnsinn. Unfassbar. Guck mal, Auspuffrohre. Schön blau angelaufen. Ja, da weißt du schon, was Semislicks. Noch ein GTR. Ja, hier, guck mal, hier steht auch hinten drauf. Goscha Turbotech. Oh, guck mal. Hat man gar nicht erwartet, ne? Nee, kommst du nicht. Geh ich hier so ein bisschen so wie so ein Hinterhof rein, ja, aber. Letztendlich sag ich mal, guck dir das mal an. Ist das ein OP? Okay. Hallo. Peter. Hallo. We are the guests from PP Performance. And we are from the tuning show. Jimmy said, it is a must be to come here. Okay. Can you show us something? Yeah, okay.
Specialist. Okay? Anlim 500. Yeah. We have been a winner 2015 and 2016. This car 2015 winner. Also das hier, 2015 winner. Also das ist das Gewinnerfahrzeug 2015 Anlim 500 in Russland. And also we have another Lambo. Okay. Yeah, I see it's here. Ah! And we prepare a new engine for this car. Okay. And after this, this engine can hold maybe 1,800, 2,000. What? Approximately. It's really what do you think? What time on a quarter mile? Quarter mile, this car runs 8.9. 8.9? Yes, oh, that's. Yeah. That's very stock good. Stock engine, yeah. Stock gearbox. Okay. Only it's double clutch. Upgrade clutch. Our turbo system, ECU. Okay. Problems. That's it. Yeah. Clutches. It's only 0.8 bar boost. Yeah. And we have 1,000 horsepower. Wahnsinn. It's our project. It's named Moses. Quarter mile 7.5. 7.5. Yeah. The power is around 2,200. Boah. Nico. It's our race car. Nico? Ja, Nico ist weg. Hier ist was ganz Interessantes, Peter, komm mal. Ja, aber hier auch immer. Ich glaube, hier ist interessanter. Ach, hier ist sieben, interessant. Ein 7-Sekunden-Auto. Okay, ich komme. Ja, wir kennen. Oh, wow. We can look later. He tells me it's a 7-second car. Yeah. 7 Sekunden. 7.5. Mit über 2000 PS. Alter Schwede. It's 2014, we ran 7.8. It's a European record. Okay. Yes. Speechless. We have another surprise. Another surprise. Also ich würde sagen, wir sind hier, ja. Gerade in Mekka. Oh, guck mal, da geht die nächste Folie hoch. Peter. Oleg? Yeah. You can explain us about this car? Block billet heads from Alan Johnson, 7.8 liters, two turbochargers from what? 7.8 liters. Yeah. Turbocharged. Yeah. Now it's about 3000 horsepower, but we need to do suspension. 3000, ne? Also wir haben richtig gehört, 3000 PS, ja? Yeah, 4000. We can put more power. Does it run the engine? Not now, because this car. To run this engine, need prepare around maybe 2 hours. Yeah. 2 or 3 hours, yeah. Das ist Wahnsinn, ey. Wo sind wir hier gelandet, sag mal? Wir sind jetzt ungefähr seit vier Tagen sind wir hier. Und jetzt kommst du heute Mittag mal eben so um die Ecke. Wir fahren mal hier zu dem. Ja. Zu unserem Kumpel Goscha aus Moskau. Ja. Und das ist, wie ihr seht, ist es ja unsere alte Halle. Ja. Wir waren vorher hier drin. Ah. Ja. Und haben jetzt mit Goscha praktisch so eine Kooperation gemacht und machen hier in Abu Dhabi alles, die japanischen Fahrzeuge, alles was über 2000 PS ist, alles mit ihm. Ja. Also man kennt ihn ja von dem Anlim 500. Ja. Da baut er immer die schnellsten Fahrzeuge. Aber die Russen, die kennen immer nur, das ist fantastisch. We need such a car here in our drag races. We make rolling 51,000. Have you heard from this? No. It's in German. It's like Anlim 500. Yeah. Just which date? It's 3 times a year, right? 3 times a year, or 4 times maybe. We start from 50 kilometers an hour, and then accelerating 1 kilometer. Okay, yeah. I think we can bring from Russia some let's cars. Bring our cars. Oleg, how do you think? We can run our cars in Germany? Yeah. On an airport? One kilometer. So, but this is, you know, if you will come to Germany, you will have the first, second, and third race in the tuner class. So I will stay in the home. I will not go. wir machen einen kleinen Aufkleber. Wir machen PP Performance Aufkleber. Ja, wir sind hier im Grunde in der Königsklasse, in der absoluten Königsklasse des Motortunings, vor allen Dingen was Nissan GT-R angeht. Aber man sieht ja auch hier Lambo. Also hier wird alles gemacht.
I think it's a Huracan. Huracan. Selbstsprachkurs. Hast du gehört, was sie gerade gestartet haben da hinten? Ja, ich will da jetzt hin auch. Das will ich mir angucken. Ja, wirklich, also du bist ja so eine Mimose, bist du ja. Ja, weil ich ja auch in 20 Jahren noch was hören will. Machst du denn jetzt auch Software hier noch für die Jungs? Ich mache für die praktisch das Normale, wenn der Kunde Stufe 1, 2 oder mit Turbolader, aber wenn dann um sowas geht, so Serienautos, die nicht aufgeladen sind, wo dann aufgeladen werden, das machen alles die mit frei programmierbaren Steuergeräten, ist einfach. Okay. 1026 Sprachen. Wahnsinn. Thank you for the show. Thank you. Also, das ist ja ein Riese, der Typ, ne? Das ist ja eine Marke schon für sich. Also, wenn er irgendwo auftaucht. Der Name selber sagt es schon. Gurscha. Ja, Gurscha. Gurscha hört sich groß an. Ja, ja. Das ist aber wirklich, ne? Also, den erkennst du ja überall aus der Gruppe raus. Wenn der sich freut, wenn der da schreit, dann denken die alle, Godzilla ruft zum Gebet oder was. Ja, ne? Und dann sehen die, ach, Gurscha hat einen neuen Rekord. Der fällt dir sofort auf. Ja, ja, das ist richtig. Vor allem, was der für Autos hat, ne? 2000 PS ist da normal, ne? Ja. Bei dem, ne? Ja. Und wenn der mit so einem Auto kommt nach Deutschland oder vielleicht mit ein, zwei, er sagt, er wollte vielleicht noch ein paar Russen anrufen, dass die vielleicht mit ihren Autos rüberkommen und dann an einem unserer Events dran teilnimmt, Rolling 51.000, ich glaube, dann haben wir die Hütte voll. Dann, dann brennt der Asphalt. Wenn der Gas gibt aus 50, dann müssen die hinterher den Asphalt abfräsen, weil der so Wellen rein darf. Ja, was hat der 2500 PS? Der GTR, der Moses, ja, 2500. 2500 PS haben wir bisher noch nicht gehabt, also der war immer so bei 1500. Was ja auch schon verdammt viel ist. Also, da bin ich gespannt. Ich denke, die 400er Marke knackt er bestimmt. Meinst du, auf dem Kilometer? Ja, ja, aber dann nur mit Bremsfallschirm, sonst können wir es nicht machen. Aber der hat ja einen Bremsfallschirm. Der hat einen und der Oleg hat ja noch gesagt, dass sie noch einen zweiten hinhängen können, ist kein Problem. Ja, Nico, und ich würde sagen, den Donnerstag da, wo freies Fahren war, das müssen wir uns jetzt unbedingt angucken. Oh ja, definitiv. Da ist nämlich nochmal der Weltrekord, der einen Tag vorher aufgestellt worden war, von dem Huracan, der ist dann nochmal getoppt worden. Seht es euch an. Freies Fahren auf dem Dragstrip. Auf dem Dragstrip, genau. Und gestern waren wir auch schon hier und da war geschlossene Veranstaltung. Heute ist geöffnet für jedermann. Man muss da vorne Eintritt bezahlen, um hier fahren zu können. Und wir wollen jetzt mal gucken. Hier stehen nämlich die Autos, die jetzt gleich auf dem Drag ein bisschen Gas geben werden und sich vergleichen wollen. Ja. Boah, ich bin richtig voll Adrenalin, ey. Boah, Peter, lass uns los, ey. Wir gehen los. Ja. Ja, ich glaube, der hat ein bisschen mehr Power. Der hat nämlich einen Bremsfallschirm hinten dran.
Und wie das aussieht, guck mal da drin. Lachgas. Lachgas. So, den fragen wir jetzt mal, wie viel PS der hat. How many horsepower do we have? About 1400 on the turbo. 1400? Yeah. Okay. Guck dir das mal an. Alter Schwede. Kilo mit Fahrer, alter Schwede. Peter, ich habe schon wieder was ganz Geiles gesehen. Was hast du gesehen? Guck mal da hinten, der Lambo von gestern. Ja. Mit der 88. Der Salah ist da. Salah ist auch da. Ja. Ah, müssen wir mal eben hingehen. Ja, auf jeden Fall, den müssen wir mal eben begrüßen. Salah müssen wir mal eben guten Tag sagen. Hey, Salah. How are you? You are famous now. More and more. Yeah, a little bit, because we only say in the entrance we are from people from. Oh, come in. How are you? Yeah, fine. Goscha? Ja. Dem würde ich auch mal Hallo sagen eben, wa? Ich war im Himmel. 8-5. Yeah. Congratulations again. Ja, wir sind in the hotel. Sleeping. Swimming. Drinking some cocktails. Goscha, that's the best T-shirt ever. Well, what is on the T-shirt? Yeah, that's right, it's true. Nico, ja. Tag 2 auf den Dragstrip. Ja, und immer noch hier volle Hütte, geile Autos. Und jetzt ist schon wieder der Lambo dran, der Huracan. Ja, der Huracan von gestern, der hat ja gestern Weltrekord gefahren. Und da müssen wir vielleicht noch mal zu erklären. Der Weltrekord bezieht sich darauf, dass das ein Originalmotor ist. Also Stock Engine wird hier mal gesagt. Das heißt, am Kolben, Pleuel und so weiter, Zylinderkopf, Nockenwellen, alles original. Das Einzige, was da drauf gekommen ist, das sind halt, wie gesagt, die beiden dicken, fetten Turbolader und alles, was zum Turbo-Kit dazugehört, Abgasanlage und so weiter. Man muss dabei sagen, es gab ja auch Probleme mit dem Getriebe. Ne? Also das ist wirklich alles ganz nah an der Grenze, genau. Wegen dem Schlupf im Getriebe. Genau. Wenn er zu viel Schlupf kriegt, schaltet er in den Notlauf, damit er sich die Kupplung nicht verheizt. Genau, also Getriebe ist auch original bei dem Fahrzeug. Das ist alles ganz am Limit. Also wirklich, da darf, glaube ich, ich glaube, wenn du davor eine Erdnuss gegessen hast, ist schon schlecht. Dann ist schon vorbei. Ja, gestern war eine 8,65. Das war eigentlich so das Ziel gestern. Aber jetzt versuchen sie also heute, die wollen die 8,5 haben. Ja. Ich bin gespannt. Die 8,5 wollen sie haben. Ich bin gespannt, ja. Oh, ist das aufregend. Ja, wir haben noch ein bisschen mehr hier heute. Also heute ist ja freies Fahren. Das heißt also, gestern war eine geschlossene Veranstaltung. Mal gucken, ob ihr das seht. Da hinten stehen die ganzen Fahrzeuge. 7-Sekunden-Fahrzeuge. Ja, 7-Sekunden-Fahrzeuge sind heute dabei. Ich bin gespannt. Also nicht nur wie bei uns, dass die Fahrzeuge hauptsächlich Straßen zugelassen sind, sondern auch hier so richtige Dragster. Ne? Peter, es geht los. Okay. Peter, see you. Peter. Ja, da ist er. Peter, jetzt bin ich gespannt. Jetzt. Eieiei. Ah, da werden erstmal die Reifen wieder aufgewärmt. Ja. Oh, ist das aufregend, ey. Ich muss alle 2 Minuten hier pinkeln gehen. So aufregend ist das.
schneller als gestern. Der Wagen, der stand ja vor ein paar Tagen noch in der Werkstatt ohne Motor, wenn man es gesehen hat. Verstaubt, ohne Motor. Jetzt steht er hier, Peter. Ja, unglaublich, ne? Das war doch gerade mal vor 3 Tagen, ne? Ja. Also da fahren sind es glaube ich 400 Dirham, das sind umgerechnet 100 Euro. 100 Euro? Genau. Da bist du aber billig, Nico. Ich merke das auch gerade, aber ja? Ich mache das ja aus, eher aus Spaß. Ja. Also um die Leute von der Straße zu kriegen, muss ja eben die Möglichkeit irgendwie auch gewährt werden. Jimmy, wir haben ja jetzt richtig, also wir haben ja eine richtig geile Woche erlebt. So. Was ist so dein Resümee, wenn du dich jetzt reflektieren möchtest? Also ich muss euch sagen, ihr seid eine richtig coole Truppe. Ja. Dankeschön. Ja. Selten so viel Spaß gehabt beim Drehen. Ja. Vor allem das, was ihr macht, ist so wie es passiert, so ist es halt von euch gedreht worden. Ja. Nicht irgendwie was verheimlicht oder weggeschnitten, das. Das ist einfach natürlich. Ja. Und ich hatte super Spaß mit euch dort. Ja. Und macht es gerne nochmal mit euch. Ja. Wow. Das war die Kategorie Fishing for Compliments. Also kann ich natürlich und Peter natürlich auch nur zurückgeben. Ne? Ja. Das war also richtig geil. Ich frage mich, was soll jetzt noch mehr passieren? Noch mehr Action? Und wir haben ja schon fast alles gesehen von PP. Ja, eigentlich ja. Erstmal müssen wir natürlich uns auch beim Jimmy bedanken und bei PP Performance für diese super Woche beim Salah, der heute leider nicht hier sein konnte, weil... Weil er gestern ein Rennen hatte. Ja, der hatte gestern ein Rennen. Da war wieder eine Veranstaltung. Ja. Ja, Rennen ist natürlich wichtiger, wie irgendwo hinfliegen. Ja, natürlich. Hat natürlich, glaube ich, in jeder Kategorie wieder den ersten und zweiten Platz eingeholt. Mhm. Ja. Und das ist halt seine Welt. Ja, vielen Dank auch an Salah. Und natürlich an Jimmy für die super Woche. Es hat uns auch riesen Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, wir wollen ja auch unseren Zuschauern zeigen, was sind renommierte Tuning-Unternehmen. Aber auch nur, wenn wir auch davon überzeugt sind. Und wir sind davon überzeugt. Und das war im Grunde der Grund, warum wir gesagt haben, PP Performance muss sein. Genau. Und ich sage auch an alle anderen da draußen, andere Firmen, die echt sich mal melden sollten bei den Jungs hier. Weil... So wie ihr das rüberbringt alles, ist einfach Bombe, ja. Ja, es soll ja auch eine gewisse Werbung natürlich logischerweise für euch sein. Muss man ganz klar sagen, wir machen das ja auch, sag ich mal, damit die Firmen was davon haben, damit wir da was von haben und dass ihr Zuschauer was davon habt. Ja, genau. Ihr seid nämlich die Wichtigsten, ne? Mal eben einen Daumen, genau, und ich habe ja mitbekommen, dass ihr dieses Voting macht, ja. Genau, das King ist of King of Tuning, genau. Genau, und die... Zuschauer-Voting. Genau. Und der Gewinner darf ja eine Person mitnehmen. Das heißt, die sind ja zu zweit und gehen mit euch dann nach Abu Dhabi. Genau. Und ich sage euch jetzt heute, dass wir dann die Kosten auch mit übernehmen
und dann mal richtig die Sau rauslassen. Wir werden in die Wüste gehen, ja, mit 1000, 2000 PS Buggies fahren, ja, also mal ganz andere Sachen machen, so dass alle mal richtig Spaß haben. Habt ihr das gehört? Es wird ja immer besser. Das ist aber jetzt Wahnsinn. Fragen sich natürlich viele, wie, was, wo, wo muss ich anrufen, was kann ich machen? Ja, also beim King of Tuning machen wir dieses Zuschauervoting und der Anrufer, der gewinnt eine Reise nach Abu Dhabi mit uns beiden zu PP Performance, im Doppelzimmer, zu PP Performance. Mit Nico, mit mir im Doppelbett. Nur ein großes Bett sein. Naja, und ja, auf jeden Fall. Wir werden dann eine super Woche verleben und PP Performance hat uns gerade gesagt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Hast du richtig verstanden? Dass du, wir werden dafür sorgen, dass ihr was erlebt, wo ihr nirgends erleben werdet und das nie vergessen werdet. Ja. Ich würde sagen, wir sollten uns jetzt nochmal vielleicht King of Tuning. Definitiv. Einmal den Einspieler angucken und auch, wo ihr anrufen könnt, wenn ihr mit uns nächstes Jahr nach Abu Dhabi wollt. King of Tuning 2017. 9 Fahrzeuge in 3 Leistungsgruppen. 9 Challenges. Beschleunigung von 0 auf 100. Hier geht es um den schnellsten Sprint aus dem Stand. Die Zeitmessung von 100 auf 200. Diese Disziplin hat in Tunerkreisen einen hohen Stellenwert. Auch hier zählt die beste Zeit. Viertelmeile auf dem Dragstrip. Reaktionsvermögen, Leistung und Grip auf dem Asphalt sind hier die Kriterien, die über Sieg und Niederlage entscheiden. Rolling 50s 1000, Highspeed nach einem Kilometer, dem Beschleunigungsrennen mit fliegendem Start für leistungsstarke Sportler und Supersportler. Show and Shine, es geht um Optik und Emotionen. Beim Contest in der City entscheidet das Publikum. Die Facebook Video Challenge. Mithilfe von annähernd 5 Millionen Followern ermittelt Gumball TV die Sieger in einem Videoshooting-Contest. Leistungsmessung. Auf dem Rollenprüfstand in mehreren Messungen die gleichen Ergebnisse erzielen. Das ist perfekte Abstimmung und Performance. Rundkurs auf der Rennstrecke. Das Zusammenspiel zwischen Fahrer und Auto entscheidet hier über die schnellsten Rundenzeiten. Das Zuschauervoting. Jede Stimme zählt. Rufen Sie an und stimmen Sie ab. Unter allen Anrufern verlosen wir eine einwöchige Reise für 2 Personen nach Abu Dhabi. Der Teilnehmer, der die meisten Stimmen innerhalb seiner Gruppe erhält, gewinnt diese Challenge. Rufen Sie für Ihren Favoriten an und wählen Sie die 01379 228 3x die 0 und eine der folgenden Endziffern. Für Jörg mit seinem Lotus Evo RS die Endziffer 1. Für Knut mit seinem Donker Ford GTO RS die Endziffer 2. Markus mit seinem Vauxhall VXR8 hat die Endziffer 3. Ist Firat mit seinem Mercedes SLS AMG Coupé GT Ihr Favorit? Dann wählen Sie die Endziffer 4. Ist es Alexander mit seinem Ford Shelby GT 500 SVT? Dann wählen Sie die Endziffer 5. Für Peter mit seinem Novitec Ferrari F12 N Largo die Endziffer 6. Für Jan mit seinem Toyota Supra die Endziffer 7. Möchten Sie, dass Philipp mit seinem Audi RS4 gewinnt? Dann wählen Sie die Endziffer 8. Und für Sascha mit seinem Nissan GTR wählen Sie die Endziffer 9. Der Gewinner des Zuschauervotings wird in der letzten Folge der Staffel King of Tuning 2017 bekannt gegeben und darf sich über die Reise nach Abu Dhabi freuen. Ja, also ruft an und gewinnt den Hauptpreis eine Woche Abu Dhabi mit Nico, mir und mit Nico, Jimmy, Salah, PP Performance und mir nach Abu Dhabi. Und eure Firma. Und unsere Firma. Unsere Firma, genau. Ihr könnt uns in unserer neuen Firma besuchen. Aber jetzt muss ich noch mal eben was dabei sagen, bevor wir gleich raus sind. Jetzt, das wird so eine geile Woche, dass später im Altersheim, dass der Pfleger sagt, ja, Sie waren bei PP Performance in Abu Dhabi. Sie haben alles gesehen, Sie sind alles gefahren. Wir schieben Sie jetzt mal in den Garten. Jimmy. Super, hat mich gefreut. Danke dir. Pass auf euch auf und wir sehen uns bald. Jimmy. Tschüss. Ich hab noch was vergessen.